NC hat ersten Brand. Oh, die Amagi ist da. Kriegt Korps. Jetzt krieg ich einen Schuss. NC hat Doppelbrand. Hat repaired. Ist auf die Gneisenau. Jetzt schieß ich erstmal auf die Gneisenau. Warte, bis der Repair von der Dings ausläuft. Ja, Magi ist auf jeden Fall tot. Ja, wenn man so nah ranfährt, ist man selber schuld. Jetzt hau ich wieder auf die NC. Das Ganze nämlich die Brände nicht löschen. Und schon brennt es das erste Mal. Ich habe schon 9 Brände verteilt. 10 Brände. 11. 12! Das war sogar Doppelbrand! Die NC brennt gerade 3-mal. Dieses Feuerzeug, Alter. Alter, mein Schaden, der springt für mich nach oben. Jawohl, und schon habe ich das erste abgefackelt. Ich fackele hier alles gerade nieder. Es ist das Geile bei diesen Kreuzern, ne? Wenn du lange genug überlebst und die Stärken dieser Kreuzer ausnutzt, kann ja keiner was. Und die Stärke des russischen Kreuzers ist halt einfach nur fackeln, fackeln, fackeln. Ich hab noch keine. Ja, die NC verbrenne ich auch. Ich hab Brandstifter. Alter, 89.000 Schaden. Holy fucking shit. HE wins. Oh, 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 da ist der nächste. Weiter geht's! Hinter uns fährt irgendwo noch DD, das müsste aber die Benson sein, hinten beim Carrier von uns. Jawohl, und schon wieder den ersten Brand auf die gelegt. Ich muss aufpassen, ey, ich bin ganz schön nah dran jetzt. Ich hab noch keinen Brand verursacht mit meinen 83 Treffern. Ich hab 160, ich hab 160 Treffer. Ich hab aber auch den Feuerskill getroffen. Mit der Kiste. Oh, du bist ganz gefährlich nah dran, kurzer. Ich? Ja. Du bist doch schon auf Secondary-Reichweite, oder? Keine Ahnung. Ich sammle gerade. Wieder ein Brand. Endlich mal ein Highlight, was ich mit Kreuzern wieder machen kann. Lang, lang ist's her. Alter. Mir einfach nur der Schaden steigt. Ich mache nichts. Und der Schaden springt gerade über 100.000. Kommt mal 30.000. Jetzt habe ich noch Vernichter. Halleluja. Oh, hinten am Cap bei uns, was los? Na gut, wir haben eh fast gewonnen. Oh, da ist ein Hatsu. Hatsu, Hatsu, Hatsu. Ich mach. Ich mach, das ist meine Aufgabe. Kreuzer machen jeden DD in Arsch. Fahr hier rum. Ich treffe ihn auf jeden Fall die ganze Zeit voll. Aber der hat geleicht. 100 Pro. Ja, ja. Aber volle Kanone daneben. Und wieder ein Brand auf die NC. Da ist die Hatsu. Und noch ein Brand auf die NC. Ja, die NC fackelt ab. Die fackelt ab. Mit der jetzt keiner klaut, fackelt die ab. Kleiner Wechsel. Oh, oh mein Gott, mein zweiter Brand. Auf die Hatsu. Ich hab 18 Brände. Wo ist der scheiß Träger, den will Jana abpacken? Wahrscheinlich hier.
Metal Slug, no shock. Ist aber wirklich so. So wie ich hier gerade gefackelt habe, ich meine, ich habe 18 Brände, Alter. Da kannst du noch so viel repairen und noch so viel Skill haben. Also diesen Skill, dass es weniger brennt. Da hast du keine Chance. Da machst du nichts. Da fackelt einfach nur die Kiste down. Lol, ich habe mehr Kills als du. Das für die beiden Oscar. Geklaute Kills. Ja, geklaute Kills. Mei Schatze. Der dort ist Benson. Soll ich noch auf die Benson gehen? Nee, das lohnt sich nicht. Ja, wenn die Turpets mir jetzt nicht die NC weggenommen hätte, hätte ich auch 3 Kills. Lulululu. Ich hab einmal Tops geworfen auf die Hatsu eben in den Smoke rein. Ah, da. Den lässt du mir jetzt aber, oder? Damit wir gleich ziehen. Ich schieße natürlich mit drauf. Treffer auf Zeta. Ja, ich auch. Ja, jetzt kommt Torbomber, Alter. Jetzt will er's wissen. Anti-Air an! Mal ein bisschen gucken, ja, dass man mich jetzt hier nicht wegtorbt. Jetzt habe ich noch Großkaliber und jetzt bitte aufhören, bitte. Ne, René! Und das ist Zita, das ist ja weg. Oh. Bitte. Oh. 174 Treffer habe ich, Alter. 234! Bei 146.000 Schaden. 51.000. 20 Feuer. 2 Feuer. 6 Flieger. 8 Ausfälle. Ich habe einen Ausfall. Da kann man echt nichts sagen gegen das Schiff. Dafür ist es echt perfekt. Wenn sie sich sicher fühlen in ihrer Smoke. Die einfach nur diese Geschütze alle gleichzeitig übelst schnell drehen bei dir. Ich finde das krass. Ich guck gerade so gezoomt auf dich drauf. Das sieht so irre aus. Dreh mal ringsrum. Die vorderen sind schon wieder bereit. Dann sind die das sieht so geil aus. Das sieht so geil aus. Ja, gut, wenn du von der Nagato auf die Seite eine Breitseite kriegst, dann hast du. Dann brauchst du einen Leichenbestatter. Ja, ist klar, also Schlacht gegen Schlachtschiffe braucht man sich eh nicht zu unterhalten mit Kreuzern. Jetzt schon gar nicht mit der Atlanta. Aber wie gesagt, solange ich bei meinen Zerstörern bleibe und die unterstütze. Du kannst doch bei deinen Schlachtern bleiben und die unterstützen. Ja, wir haben aber keinen Träger zurzeit drin, also lohnt das nicht. Woo! Knickety Knack! Die erste Zitadelle! Auf die Gneisenau! Sobald ein Träger mit dabei ist, würde ich halt bei dir bleiben. Guck mal auf die Gneisenau, da hat zwar spontan die Hälfte des Lebens runtergezogen. 26.000 Schaden, der erste. Ich hab gerade bei der Gneisenau eine Zitadelle getroffen. Ja, oder? Eine 26.000er Leitung hab ich so gezogen. Ja, GZ. Ich keine Ahnung. Oh, guck mal. Admiral Tönitz, what the fuck? Ah, sie steht breit. Duck!
Oh, ich liebe Neuenbergs, ey, wenn die breit stehen. Wie sagtest du gerade so schön? Knack! Bäm! Da alles auf mich. Das ist eine Warspite im Rauch, muss man aufpassen. Na doch. Ja, jetzt sagt er so verlegen, ja doch. Chloedo. Gerade und gerade ist er im Hintergrund am Google. Er ist eine im Bert. Siehst du? Wer ist da? Deine Mutter schluckt klein. Mein Platz in Reserve, wollte mich verarschen. Ja, den braucht keiner. So, Kutuzov. Von der Eri du stellst keiner. Dich jetzt dort in den Smoke. Knack, Doppelschieter! Einmal kurz angeklopft. Er hat sich gerade wahrscheinlich gefreut. Ha, jetzt im Smoke. Jetzt im Smoke. Jetzt bin ich safe. Oh. Mordfall. Was machst du denn für ein Käse, Junge? Alter, wenn ich die nicht gefangen hätte, hätte ich sie gekriegt. Ja, nee, ist klar. Komm auf. 30 Meilen. Ich hab einen neuen Freund gefunden zum Spielen. Iowa und Miyoko. Ja, die Miyoko, die müsste die mir mal vom Hals halten. Also Torps machen wir jetzt nicht gerade glücklich. Mit der Iowa wäre ich fertig, aber mit Torps nicht. Ja, ich glaube die Sims wird sich wohl schon um die New Orleans kümmern, oder? Wenn die Spitze steht, will ich nicht auf die schießen. So, du gibst mir eine Zita, ich geb dir eine Zita. Spiel mal das Spiel jetzt so lange, bis einer tot ist. Oh fuck, Alter, die Miyoko kommt mir zu nah. Ja, was soll ich machen? Oh Herrgott. Ja, ich fahr jetzt nicht mehr raus, ich will instant down. Ja, erstmal wieder hochtanken, ja. Die ist down, die Miyoko. Das ist das Ziel, ja, aber die Iowa gibt mir jetzt noch eine. Kassiert dafür, ich hab grad zu viel kassiert dafür. Ja, ich weiß nicht, warum drehst du jetzt ab? Weil mir die Miyoko gerade zugefahren ist. Und auf die fahre ich nicht gerade zu. Ich brauche dafür die volle Feuerkraft auf das Ding, ansonsten torbt die mich. Also sonst hätte sie mich getorbt. Ich versuche jetzt an die Iowa ranzukommen wegen Torpen. Ja, ja, fahr ruhig vor. Ich hau von hinten auf jeden Fall, voll drauf. Was, die Daune? Boah! Doppelzieher! Nur mit den hinteren Geschützen. Oh, nein. Ah! Egal, ich hab 20.000 Schaden auf die gemacht. Alles gut. That's my Friedrich. That's my ja, Friedrich. Mann, ich hab die beste Waffe gekriegt, die mir die übelste Cheetah gezogen hat. Die hab ich die noch nicht. Was ist die nah dran? Ja. Was ist da dran? In Nürnberg! Unsere Nürnberg ist auch richtig geil, was sie da macht, gerade etwas mehr. Ah, Smoke Marshall, du Idiot. Guck mal, was hier drin ist. Also, der Indianapolis ist gerade 16.000 gedrückt. Nee, Indianapolis, das ist nicht der Pepsi Cola. Ist ja gut. Du erwartest doch jetzt nicht wirklich, dass man jetzt da sagen, dass es YouTube macht, oder? Alter, was ist mit meinem Schiff? Alter, was ist mit meinem Schiff? What the heck? Was meinst du? Ja, guck doch mal, wie schief das Ding hängt. Ich komm nicht weg. Nein. Ich komm nicht weg. Lustig.
Ich komme jetzt echt nicht weg. Ist kein Mist. Echt jetzt? Na guck doch! Ich komme nicht weg! Dreh mal um, Panic, und stopp sie mal an. Ja, ramm mich mal! Ramm mich mal, Alter! Ich komm nicht. Eine Karsumme. Ah, du bist im Berg. Ich kann nicht mehr lange rammen. Ich hab auch keine Zeit für so eine Scherze. Das ist kein Schatz, Alter. Guck doch mal, wo ich stehe. Ja, ich bin gleich los, Alter. So sieht's aus, ey. Gegeben, Pause 400. Und da kommt noch die Türpitze, zu der ich gerade schön breit stehe. Au. Bismarck, was machst du? Alter, die ist dumm wie Brot, echt, ey. Alter, ist die Bismarck. Türpitz, 23.000er Treffer. Die Tufubuki dürfte jetzt keine Torps mehr haben, ne? Weiß ich nicht. Die hat gerade eigentlich alles rausgelassen. Wenn jetzt noch Torps hat, dann bin ich am Arsch. Ich meine, das kann ich jetzt nicht verhindern. Das ist nicht zu verhindern, das Thema. Oh, nice, Hummel. Ja, ich habe eine Torp jetzt auf 2,5 Kilometer. Die hat ihre Torps geworfen. Sicher? Auf die Bismarck. Die müsste die Torps geworfen haben. Ich muss trotzdem erstmal der Hauptgeschütze nachladen. Ja, die dreht auf die andere Seite. Die will der anderen Seite leuchten. Bin hinter ihr. Komm, lad nach, lad nach, lad nach. Die hat geleicht. Ja, ich sehe es. Oh, wohin? Dumm. Hey, wo hatten die hingeschossen, die Torpsen? Und links von mir kommt das nächste Schlachtschiff.